meine Welt oder meine Freunde sind tatsächlich alle digital. Weil da kann ich lachen, da kann ich Unfug erzählen, da kann ich laut sein, da kann ich frech sein, da kann ich alles, ohne dass ich Angst habe, verletzt zu werden irgendwie. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Dieses Video ist der zweite Teil meines Talks mit Melli. Melli berichtet mir von ihren eigenen Erfahrungen, die sie gemacht hat aufgrund ihres Übergewichtes. Falls du den ersten Teil nicht gesehen hast, dann schau ihn dir definitiv an. Es ist nämlich direkt ein genauer Übergang. Das Ganze ist ein bisschen mehr ein Podcast, daher schnapp dir deine Kopfhörer und hör dir ganz genau an, was Melli zu erzählen hat. Gibt es was, was du dir von deiner... Also, was du sagst jetzt so, das würdest du dir von deinen Mitmenschen wünschen und dann glaubst du, würde es sich für dich was ändern? Oder sagst du, das ist eigentlich was, was du komplett mit dir selber ausmachen musst und deine deine Umgebung kann eigentlich nicht wirklich was daran ändern? Oder grundsätzlich muss man natürlich sagen, der größte Stein bin ich selbst, der mir im Weg steht. Ja. Weil rein theoretisch müsste ich wie Celine sagen, so, hey, ich kann es ja jetzt nicht ändern. Ja. Du bist länger tot, als du lebst. Ja. Also rein theoretisch, du musst jetzt leben. Weil irgendwann guckst du zurück und denkst dir, was hast du denn gemacht? Zu Hause gesessen, Warzone gespielt und gearbeitet. Ja, stimmt. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich bin 33 Jahre, das ist ja nicht erst seit einer Woche. Das habe ich ja schon immer. Also ja. Es gab Tage, wie gesagt, 12 Jahre bin ich ja mit dem Papa von den Kindern zusammen. Mhm. Und es gibt noch nach 12 Jahren, also ich komme aus der Dusche, Handtuch an oder so und alles ist gut. Der kennt mich in- und auswendig, wir haben Kinder zusammen. Also er war bei Geburten dabei, alles. Also an mir ist nichts Unentdecktes. Ja. Aber es gibt immer noch Tage, wo ich selbst, wenn das Handtuch mir von den Armen rutschen würde, würde ich es hochziehen. Weil ich mich unwohl fühle. Also es ist nicht mal so, dass wenn meine Geliebten mir gegenüber sitzen, meine Family, dass ich mich dann wohlfühle. Ist denn, wenn ich fragen darf, dein Partner ist ja auch übergewichtig? Nein. Nein, okay. Und das war auch nie ein Thema zwischen euch? Nein. Nein. Wie kam es, also wenn ich fragen darf, wie kam es dazu, dass du dich dann ihm gegenüber irgendwie öffnen konntest dann doch? Also du sagst normalerweise... Halt, das widerspricht sich ja eigentlich. Also ich bin grundsätzlich, ja, gehe ich ja nicht raus und so. Aber so was Beziehungen angeht, ich war immer in langen Beziehungen. Also ihm jetzt 12 Jahre, davor war ich 4 Jahre, davor nochmal 3 Jahre. Also es waren nie kurze Beziehungen, sage ich jetzt mal. Wenn ich in einer Beziehung war, dann waren die immer lang. Und ich stand mir bei den Beziehungen immer im Weg. Ich habe auch immer gesagt, ich wollte mit mir nicht zusammen sein. Weil ich halt so ein schwieriger Mensch bin, weil man weiß ja nicht, was ist morgen mit ihr. Weil es gibt Tage, wie gesagt, da machen wir Ausflüge hier. Dann gehen wir schwimmen, da machen wir, alles ist gut. Und ich fühle mich danach auch gut und komme klar. Aber es gibt auch Tage, da hier im Sommer oder letzten Sommer oder vorletzten Sommer, wo die dann vor ins Schwimmbad gegangen sind und mir zuerst mal geschrieben haben, ob jemand da ist. Und dann bin ich nachgekommen. Okay. Weil ich, ja, keine Ahnung, grundsätzlich kann es mir egal sein. Sollen sie gucken, sollen sie reden. Und es gibt auch so Tage, da fühle ich mich stark. Da würde ich wie Hulk durch Wände rennen. Mhm. Aber die sind Momentaufnahmen, das sind Sekunden, Minuten vielleicht auch, keine Ahnung. Wie gesagt, auf der Arbeit, da würde ich sagen, gibt es niemanden, der mich nicht mag. Mhm. Also die alle immer Melli und endlich kommt sie wieder und wann kommst du wieder ins Büro und du bist so toll und wir haben dich lieb und keine Ahnung was. Mhm. Aber da, also ich, auf der Arbeit ist alles Taco, da lache ich auch, wenn ich weinen könnte. Mhm, okay. Aber grundsätzlich... ich sag mal, wenn man das selbst nicht durchgemacht hat oder durchmacht oder keine Ahnung was, kann das niemand verstehen. Ich sag auch immer, das ist das Gleiche wie, wenn jemand keine Höhenangst hat, der kann nicht verstehen, warum kann er nicht auf eine Leiter klettern. Mhm. Also das sind Situationen, wer hat Angst vor Spinnen, der andere wiederum nicht. Ja. Und ich, wie gesagt, das sind Dämonen in meinem Kopf, keine Ahnung. Also ich bin nicht so, also ich bin noch nicht so, ich habe mich noch nie geritzt oder so. Okay. Ja, also ich habe mich noch nie selbst verletzt, weil ich mich hasse. Mhm. Das nicht. Also bin Gott sei Dank so stabil, dass ich das
es wird mir, glaube ich, nichts bringen. Also davon werde ich nicht schlank. Ja, okay. Und ich habe halt, ich sag mal, 12 Jahre in einer Beziehung und ich hätte auch schon geheiratet. Also es ist ja nicht so, als ob ich grundsätzlich gegen Heirat oder so wäre. Ich sag mal 12 Jahre und 2 Kinder. Mhm. Da wäre schon bestimmt ein Momentchen und ich bin über, also 33. Es ist ja nicht so, als ob ich auch klein wäre, also jung. Ja. Aber ich will mich nicht in dem Kleid sehen. Okay. Und für mich kommt nur, ich werde nur einmal im Leben heiraten. Mhm. Und ich werde nur einmal im Leben ein Kleid tragen. Außer jetzt so, ich habe dir ein Foto geschickt. Da sieht das ja noch gar nicht so dramatisch aus. Das war auch für eine Hochzeit von einem Tante von meinem Sohn. Ja. Aber das sind dann so Tage, da geht's mir gut, da kann ich das. Aber grundsätzlich ist mein Kleiderschrank schwarz. Natürlich, weil im Kopf denkt man natürlich, schwarz macht schlank. Mhm. Mein Gott, man sieht es. Also ob du nackt bist oder Kleidung anhast, man sieht, dass man kräftig ist. Ja, meine Welt oder meine Freunde sind tatsächlich alle digital. Weil da kann ich lachen, da kann ich Unfug erzählen, da kann ich laut sein, da kann ich frech sein, da kann ich alles, ohne dass ich Angst habe, verletzt zu werden irgendwie. Ja. Dann, der PC ist aus und alles ist wie immer. Ja. Und wenn einer blöd ist oder irgendeinen Spruch drückt, ja, dann der wird gemutet und dann ist Ende. Also den kann ich einfach streichen, den lasse ich gar nicht so nah ran. Ja. Und deswegen, also ich mache halt nichts. Also klar, ich habe einen Hund, wo ich morgens meine Runden alles gehe und der Haushalt wird gemacht und es wird frisch gekocht und das. Also ich bin den ganzen Tag was am Machen und dann gehe ich noch arbeiten und dies und das bis spät abends. Aber für mich halt, also für meine kleine Welt hier, und meine Online-Welt, sage ich. Ich bin viel bei Twitch, was, ich muss sagen, mir die letzten 2 Jahre wirklich gut getan hat, weil es halt so eine Ablenkung war, Lachen und so. Und aber ansonsten, ich will niemanden. Natürlich wäre es schön, eine beste Freundin zu haben, mit dem man mal auch mal auskotzen kann, wenn es hier zu Hause scheiße ist. Das gibt's. Ja. Und ich rede mit meinen Kindern. Also die sind so mein Sprachrohr. Die erzählen mir von ihren Sorgen, die erzählen mir meine. Oder keine Ahnung was. Ich habe meinem Sohn davon erzählt, dass ich mit dir heute spreche. Der war so aufgeregt. Der hat mir um 6:15 gleich ist es soweit, gleich ist es soweit. Weil natürlich, der ist so, also Mama ist natürlich die Hai. Heute sagte er so, Mama, ich muss in Religion, muss ich uns so einen Aufsatz machen, darf ich dich als Vorbild hinschreiben? Schön. Da sage ich, du darfst natürlich alles, aber ob ich ein bestes Vorbild bin, ich weiß ja nicht. Aber wenn die Kinder einen so sehen, das ist doch eigentlich genau das, was man hören will von den Kindern, oder? Ja, wenn man und das größte Vorbild ist. Das definitiv. Also wie gesagt, ich gebe denen ja nicht das Gefühl und die wissen ja, also er, also der Große, der Kleine, den lasse ich ja eh da raus, aber der Große grundsätzlich, der weiß, wie ich mich fühle. Vor allem, er kann es ja jetzt so ein bisschen nachvollziehen, sage ich mal. Aber auch, wo ich war letzte Woche den Kleinen von der Schule abholen. Da kam mir ein anderer kleiner Kiefenberg entgegen und sagt zu seinem Bruder, boah, hast du schon mal sowas Fettes gesehen? Oh. Und dann an dem Moment war ich, also ich war an dem Tag so salzig eigentlich, wo ich dann sag so, kannst du bitte deiner Mama sagen, was sie in deinem Leben verbockt hat? Mhm. Also irgendwas, also das käme meinen Kindern, ich habe den von schon immer, unabhängig davon, dass ich nicht der Norm entspreche, habe ich immer gesagt, ich möchte niemals hören, dass ihr jemanden wegen Aussehen, wegen Reichtum, also der hat die Klamotten, der hat das, der hat das zu essen, dies. Wenn ich das einmal mitkriege, dann ist hier Polen offen und da ist alles. Also das möchte ich niemals. Jeder ist gleich. Und der beste Freund von meinem großen Sohn, den hat er seit dem Kindergarten, der wohnt schon gar nicht mehr hier. Und der ist behindert. Also er ist tatsächlich mindestens 3-4 Jahre zurück und aggressiv und alles. Aber wenn die zusammen sind, der sagt das immer und die sehen sich nur noch einmal im Jahr. Und wenn man fragt, wer ist dein bester Freund? Und das könnten ja die sein, die ja täglich vom Fußball und keine Ahnung was. Er sagt immer dieser eine Junge. Ach schön. Immer schon. Und ich habe auch gesagt, also das gibt's bei mir. Kriege ich das einmal hin, wasche ich euch den Mund aus. Also das möchte ich nicht. Und das käme, also da wäre ich richtig böse. Und der Junge stand vor mir oder geht so an meiner Einfahrt vorbei, sagst du jemand sowas Fettes gesehen und war richtig schockiert, mich zu sehen. Und
ich wusste nicht so, hä? Also hat er das wirklich noch nie? Und was mir halt extrem immer auffällt, also das merke ich halt selbst, wo ich mich selbst dabei erwische, wenn ich zum Beispiel am Wochenende auf ein Fußballspiel von meinen Kindern gehe. Mhm. Ich gucke mich um und realisiere und sag mir das leise vor mich hin, du bist schon wieder die Fetteste, die hier steht. Also ich merke das, ich gucke auch tatsächlich. Und ist da jemand, der vielleicht mir annähernd die Fülle reichen kann, sag ich jetzt mal. Damit man sich nicht so allein fühlt. Fühle ich mich wohler, weil ich dann denke, dann klotzt nicht jeder nur auf mich. Ja. Das klingt so selbstzerstörerisch total. Das ist selbstzerstörerisch. Und ich weiß auch, also ich rein theoretisch müsste ich mich beim Arzt schon durchchecken lassen, weil ich denke, klar, Übergewicht kommt nicht von irgendwoher. Irgendwoher muss es kommen. Und natürlich esse ich auch gerne. Aber man muss halt dazu sagen, also ich würde behaupten, schon allein davon, dass ich im Büro arbeite und so, dass ich ein Defizit habe. Klar, ich esse wahrscheinlich mehr Kalorien, als ich verbrauche. Aber es ist ja jetzt nicht so, als ob ich mir 5 Pizzen reinhaue. Ja, also ich esse morgens ein Knäckebrot. Ich habe heute Mittag, hatte ich nichts gegessen und werde mir gleich 2 Brote machen. Ja. Das ist ja nichts, aber nichts. Da ich heute Morgen ja gearbeitet habe, war ich keine große Hunde mit dem Rund und habe dann im Prinzip ein Defizit, weil ich ja nichts verbrannt habe, außer jetzt vom Reden und so. Ich wollte gerade sagen, allein, dass der Körper was, also dass du redest, dass du wach bist, dass du zumindest durch die Wohnung läufst und sowas, also das verbraucht ja auch schon was. Also ich meine, würde man jetzt wiederum gar nichts essen, würde dir ja auch jeder Arzt sagen, dass das wahnsinnig ungesund ist und dass man das so nicht machen kann. Also rein theoretisch, es ist jetzt nicht so, wie gesagt, dass ich da Unmengen esse. Also bei mir zu Hause regt man sich immer auf, weil ich koche jeden Tag frisch, aber ich esse es nicht. Weil ich habe dann keinen Hunger. Also wenn ich koche, esse ich nicht. Also ich habe einfach keinen Hunger. Ich liebe es tatsächlich zu frühstücken. Also ja. Brot, Brötchen, was natürlich auch Gift ist, Weizen und alles. Aber das ist zum Beispiel, das würde ich für jedes warme Essen stehen lassen. Ich brauche das nicht. Okay. Und abends. Und ich habe meistens den ganzen Tag keinen Hunger. Aber dann abends, was natürlich schlecht ist, klar. Aber es ist ja nicht so, als ob ich mir abends dann eine Pizza mache oder so, sondern tatsächlich dann ein Brot mit Frischkäse und Tomaten und so. Es ist ja tatsächlich dann noch gesund belegt, ein Eiweißbrot oder so. Aber und ich habe keine Ahnung. Also muss es schon irgendwo anders doch noch herkommen. Es muss irgendeine andere... Genau, und ich merke halt, also wenn ich meine Beine zum Beispiel anschaue... Ich habe keine normalen, kräftigen Beine, sondern ich würde tatsächlich sagen, da wird vielleicht sogar Lipidem mit reinkommen. Also auch on top. Weil mittlerweile ich habe so viel Wasser in mir, dass es schmerzt zu gehen. Okay. Aber also ich könnte nicht mal joggen gehen. Also unabhängig, dass das gar nicht gesund ist bei so einem schweren Gewicht auf die Knochen und so. Aber ich könnte es nicht, weil ich seit Monaten so Schmerzen habe, aber gehe ich zum Arzt, der hilft mir nicht, weil er sagt, ich soll abnehmen. Also es ist so... Oh, Teufelskreis. Genau, also die wollen alle, dass ich abnehme, dass man mir überhaupt mal hilft. Aber sie helfen dir nicht dabei, wie du abnehmen kannst. Nein. Also würdest du dir quasi auch so jemanden wünschen, also weil das war ja auch Thema in diesem Video, dass der Fitnesscoach gesagt hatte, er will den Menschen nicht sagen, dass sie zu dick sind, sondern er möchte sie eigentlich gern an die Hand nehmen und zeigen, wie sie abnehmen können. Sowas würdest du dir schon auch wünschen, dass jemand dir wirklich ernsthaft sagen kann, das und das musst du jetzt machen oder das machen wir zusammen und dann nimmst du ab? Ja. Ja, obwohl er kam mir grundsätzlich, also vor ihm würde ich weglaufen. Also tatsächlich, also ich als Person, ich war ja im Fitnessstudio, da hatte ich wieder starke Momente. Ich gehe ins Fitnessstudio und hatte sogar, der kam direkt wie im Sprint auf mich zu. Mhm. Hey, willst du Personal Training? Ich glaube, du brauchst Hilfe. Und da habe ich gesagt, so alles klar, ja, okay, machen wir das. Das habe ich eine Woche durchgezogen. Du kannst, also normalerweise fängt man ja bei so einem Übergewicht mal langsam an. Ja. Sophie, der hat mir 5 Tage lang, habe ich 4 Stunden am Stück müssen. Also alles. 4 alles, Stunden? Was, 4 Stunden am Stück. Weißt du, wie kaputt ich war? Das kannst du nicht. Habe ich gesagt, du willst mir erzählen, dass das so gemacht werden muss? Nee. Also das weiß ich. Wer hat denn Zeit für sowas? Auch überhaupt? Ich habe das morgens dann natürlich ganz früh gemacht. Aber
sämtliche Sportler, die ins Gym gehen, die machen da eine Stunde und dann gehen die nach Hause. Ja, natürlich. Und ich musste da 4 Stunden und das war wirklich so auf den Boden und mache jetzt hier nochmal mit diesen Sandbällen da und dann diese Schnüre, die ich dann so, ich denke, ja. Ich will keinen Stirnacken. Also ich, es bringt mir nichts, wenn ich da nach Hause gehe und mir einen Burger reinpfeffer. Also ja. Bringt mir halt nichts. Ne? Ja. Und ich habe ja alles schon geguckt. Ich habe auch Bochum Adipositas Zentrum gibt es. Ja. Also für, und tatsächlich, ich müsste knapp 3.000 Euro zahlen, nur damit ich in diese Sprechstunden kann. Und sowas wird von der Krankenkasse überhaupt gar nicht übernommen? Nein. Nein. Nein, das musst du auf eigene Kosten. Und natürlich gäbe es so ein Worst Case wie, lass dir ein Magenband setzen oder so. Ja. Aber selbst das würde ich nicht bekommen, weil ich zuerst mal nachweisen müsste, dass ich psychisch kaputt bin. Ich müsste nachweisen, dass ich Reha, Kuren, Diäten, Fitness, also alles gemacht habe und versucht habe. Und wenn ich das nicht nachweisen kann, und ich kann keine Kur, kein Reha, kein Nichts nachweisen, ja. Kriegst du nichts. Und da ich über 18 bin, schon dreimal nicht. Da muss ich tatsächlich, und ich bin ganz ehrlich, in der heutigen Zeit, du weißt, wie teuer das Leben ist, ja. Hab ich nicht das Geld einfach ja, so. Ja, verstehe ich. Also da werden dir sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt, auf jeden Fall. Ja, also definitiv. Und ich bin halt der Größte, das weiß ich. Mhm. Aber ich hätte halt gerne, das heißt, ich hätte gerne, ich weiß nicht, wie man mir helfen könnte. Okay. Ich wäre gern unsichtbar, aber das ist nicht möglich. Und es würde mir halt tatsächlich auch nichts bringen, wenn jetzt auf einmal eine Meute von Menschen an meiner Tür klopfen würde. Hey, du bist toll, wie du bist. Ja. Komm raus. Ja. Weil das musst du mit dir selbst machen. Aber das, was ich einfach so sagen will, wie jetzt eine Celine sagt, so ja, lieb dich, wie du bist, das geht nicht von heute auf morgen. Dieses Selbstbewusstsein kann man sich vielleicht trainieren, aber nicht, wenn du jedes Mal, du hast einen guten Tag und an diesem Tag, wo du denkst, du bist unzerstörbar, dann kommst du in so Situationen, die brechen dich. Mhm. Und da ist wieder der, dann gehst du 5 Schritte zurück. Den einen, den du geschafft hast, wo du so stolz drauf bist, heute bist du rausgegangen. Heute war's Schwimmen. Ja. Und dann kommt da irgendeiner und spuckt dir im wahrsten Sinne des Wortes ins Gesicht. Und der macht die Tür zu für dich. Und da denkst du dir so, wo bin ich am sichersten? Und am sichersten bin ich zu Hause. Mhm. Da bin ich. Hier kann passieren, was ich will. Hier kann ich nackt rumrennen. Außer meinen Hund und meine Kinder kann es niemanden stören. Mhm. Also, und da bin ich dann halt, da lege ich dann meine Schildkröte, lege mich einfach nur so hin, dass ich geschützt bin. Mhm. Und wenn ich weiß, ich bin zu Hause am sichersten, gehe ich nicht raus. Ja. Ich gehe nicht essen. Ich gehe nicht keine Party machen. Ich nichts. Ich... Gar nichts. Ich gehe nicht mal Klamotten mehr kaufen. Mhm. Ich bestelle natürlich meine Klamotten. Ja, klar. Weil ich brauche sie. Ich muss ja ins Büro. Und ich sag dir, die 2,5 Jahre Homeoffice waren für mich ein Segen natürlich auf der einen Seite, weil ich ja gar nicht mehr raus musste. Ja. Außer halt mit meinen Kindern. Aber so büromäßig. Und jetzt, wo ich wieder im Büro bin, und wie gesagt, die lieben mich alle, aber die Abteilung ist ja groß. Und das Erste, was mein Chef mir dann sagte, hey, hier der XY hat gefragt, ob du wieder zugenommen hast. Wow. Dann denkst du dir, ja, oder dann hörst du von Kollegen, die versuchen, witzig zu sein. Ja, die sitzen neben dir, also du sitzt da und die erzählen dir, ja, und dann gibt es Berufe, wie zum Beispiel, da war die Stewardess. Also, das geht ja gar nicht. Also, Melanie, die war zwar nicht so fett wie du, aber die kann doch nicht so einen Job machen. Dann denkst du dir so, wow. Oh, die krass. War ja nicht so fett wie du. Und dann, aber das sind die, die dann denken, ich lache darüber. Ja, ja. Weil die gar nicht merken, ey, weißt du, was du mir gerade da gesagt hast? Ey, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin total schockiert und es tut mir so unendlich leid. Es tut mir wirklich extrem leid, weil ich meine, wir zwei kennen uns nicht. So, wir reden auch gerade das erste Mal miteinander, aber ich habe auch von dir so einen herzlichen Eindruck und auch wie man dich im Chat erlebt und so. Du bist so eine herzliche Person, eigentlich immer nett und lieb und gut drauf und alles. Und es ist so krass zu hören, dass du einfach in jeder Lebenssituation mit sowas zu kämpfen hast. Das ist echt schlimm.
Jeder trägt sein Päckchen, sage ich immer. Meins ein bisschen größer. Ja, aber das ist ja schon kein Vergleich mehr. Wenn du eine Sache hast, die dich irgendwie ärgert, aber bei dir ist sie so allgegenwärtig und wie du schon sagst, irgendwie du fliehst ja davor und das endet dann irgendwie darin, dass du dich verschanzt. Ja, das ist echt schlimm. Ich sag mal, da das ja jetzt so irgendwie so auf meinen Sohn zurück oder der das auch irgendwie durchmacht, hasse ich mich ja noch mehr. Also weil ich ja irgendwie, sucht man natürlich und überlegt, hätte ich es verhindern können, weil du weißt ja, wie es ist. Und ich will nicht, dass er sowas erleben muss. Er ist so ein toller Junge. Also ich habe so wunderbare Kinder. Also nicht nur so dahergesagt, sondern die lieben sich heiß und innig. Wo kennt man Brüder, die, keine Ahnung, die warten und winken, wenn einer kommt und danke, bitte und höflich. Und ich habe gar nichts zu mosern. Und natürlich sind das Rabauken und bauen auch mal Mist, um Gottes Willen. Ja. Aber und es bricht mir mein Herz, weil ich weiß, was ich durchgemacht habe und immer noch gehe. Also ist ja nicht so, als ob das einfach so abrupt endet, wenn man alt ist. Ja. Man ist, also ich habe einfach, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann da hingehen, ich kann mit denen sprechen, bitte, passt auf ihn auf und guckt und ihr nimmt mal die Jungs und zieht sie zur Rechenschaft. Ja, die belächeln das. Mhm. Der Schwimmlehrer hat ihn auch zur Seite geholt. Also wenn du sportlich was erreichen willst, musst du erst mal abnehmen. Toll, mach das vor der Klasse. Fühlt er sich gut. Es ist super. Statt mit mir zu sprechen, so, oder mit dem Papa. Ja. Irgendwie sowas. Nimm uns zur Seite und sag, hey, was ist denn los bei euch? Und keine Ahnung. Und es ist ja nicht so. Ich schick dir mal nachher einfach privat mal ein Foto. Ja? Mhm, dann kannst du mir mal sagen, ob das wirklich ehrlich, ich meine, also ich komme damit klar, ne? Also, aber so auf die Art, so, ist das wirklich so gravierend, dass ich sagen muss, oh mein Gott, er braucht ganz schlimm Hilfe. Mhm. Und der ist nicht, der darf nicht Fußball spielen oder sonstiges. Schicke ich dir einfach mal privat. Aber okay. Ja, das ist dann also tatsächlich Alltag, ne? Ich verschließe mich, ich arbeite, ich weine, ich lache. Also ich lache tatsächlich viel und ich mache viele Witze und Späße und viele Witze auf meine eigenen Kosten tatsächlich. Also es ist ja auch so, dass in Warzone zum Beispiel, wenn mein Charakter nicht lautet, sage ich, ja, ich weiß, ich bin fett, aber lauf doch jetzt mal. Also, da lachen die anderen und da lache ich auch in der Situation, weil ich habe ja selbst ja gesagt. Ja. Und trotzdem ist es eigentlich selbstzerstörerisch. Aber eigentlich ist es, wie dumm bist du, Melanie? Ja, du hackst auf dir selber rum. Ja, genau. Und es ist halt, wie gesagt, es gibt Tage, ist gut, also ich schmink mich, wie gesagt, gerne. Einfach nur, dass wenigstens irgendwas, wo ich sage, so, ja, okay. Aber ich würde niemals wollen, dass jemand ein Foto von mir macht. Ich hasse Fotos von mir, außer ich mache sie selber. Die natürlich sind die schön. Man wird niemals ein Foto irgendwo hinstellen, was nicht irgendwie in einem seinem Kopf irgendwie in Ordnung wäre. Mhm, klar. Ja, man zerstört sich so ein bisschen selbst, aber irgendwie lebt man auch, weil ich sag mal, ich habe ja einen Grund, weil ich ja Kinder habe. Es ist ja nicht so, dass ich, also ich könnte jetzt gar nicht aufgeben oder sagen so, ja, dann zerstört mich halt, steinigt mich, weil ich dick bin. Aber ich kann es halt nicht nachvollziehen und da würde ich gerne an die Menschheit appellieren, so Leute, stellt euch mal immer vor, alle, die immer so große Töne, auch die jetzt gegen meine Jungs sind, was glaubst du, wie die sich aufregen, wenn jemand die Mama beschimpft oder so, wenn man das ja auch immer, da kann die Mama, kann ja auch aussehen, wie sie will. Das wird die ja nicht stören. Also die Mama könnte kräftig sein, die würden ja hinter ihrer Mama stehen. Ja. Aber warum müssen sie andere so fertig machen? Warum also so viele, die, wo ich dann sagen würde, wie findest du, stell dich doch mal in den Raum und du wirst mit Steinen beworfen. Schmerzt das? Ja, und du machst das gerade. Du stellst einen kleinen Jungen oder mich, das kleine Mädchen in den Raum und du bewirfst einfach nur mit Müll. Und du... Das geht nicht. Also ich verstehe nicht, was in manchen Menschen, also ich sag mal, Internet-Rambos gibt es immer, aber im Real Life sind die ja noch, also das ist ja die Hölle. Mhm. Also ich kann es nicht nachvollziehen, wie man so sein kann. Ja, ja, das ist auch mein größtes Problem. Zu verstehen, was die Menschen was interessiert animiert, mich, wie jemand aussieht. Genau, und darüber herzuziehen. Ich kann mir selber das auch immer nur so erklären, dass die Leute wirklich einfach mit sich selber unzufrieden sind und so ein bisschen von sich selber ablenken wollen oder sich selber ein bisschen damit zufriedenstellen wollen, zu sagen, jemand anderes, keine Ahnung, sieht aber in meinen Augen noch
schlechter aus oder sonst was, dass man sich so einfach... Gibt es das ja, dass jeder anders aussieht. Also ich wollte nicht aussehen wie jeder. Ich wollte, also, und jeder hat irgendwas Schönes. Ob ich das, keine Ahnung, ob ich grüne Haare schön finde. Muss ich das schön finden? Nein. Nee. Muss ich nicht. Aber, keine Ahnung, ich zum Beispiel... Ich habe noch nie konnten sagen, wie mein Bild Mann so grundsätzlich ist. Mhm. Weil ich gucke Leuten in die Augen und wenn die lachen mit den Augen, da bin ich schon weg. Mhm. Also ich liebe Lachen, ich liebe Augen, ich liebe gepflegte Menschen einfach. Mhm. Also, aber grundsätzlich kann ich dir nicht mal sagen, was ist denn schön? Was ist denn schön? Was ist denn perfekt? Perfekt gibt es nicht. Ja, das sowieso nicht. Klar, es gibt perfekt für dich. Das sage ich zum Beispiel immer. Es gibt vielleicht einen Menschen da draußen, der perfekt für mich ist, aber niemanden, der perfekt für jeden ist. Nein. Ja. Vor allem nicht in dieser Instagram-Scheinwelt. Ja. Und da bin ich halt drüber. Ne? Das macht mir gar nichts. Ne? Mhm. Also natürlich gibt es so Momente, wo ich denke, so, wenn ich doch wenigstens so wie du ohne Filter wenigstens wäre. Aber, aber grundsätzlich, das bricht mich nicht noch mehr. Mhm. Es ist immer nur, ich frage mich, also es gibt manchmal Tage, da denke ich mir so, was habe ich denn verbrochen, dass so, weil man, ich sehe ja alles dann an mir schlimm. Ne? Also ich sehe dick, ich bin hässlich, ich alles ist ja dann schlecht. Und dann, keine Ahnung, ich sehe dann Videos und die können singen. Da denke ich mir, warum kann ich wenigstens nicht singen? Also warum habe ich nichts abgekriegt? Also weder schön noch, ich bin groß, ich bin 1,81 Meter. Ach krass, guck mal. Was wäre ich für ein Gnom, wenn ich jetzt noch klein wäre? Nein, aber man stellt sich halt die Frage so, warum? Und da kriegt man keine Antwort drauf. Und für den einen bin ich ja perfekt. Ja. Für den anderen vielleicht auch. Für meine Mama bin ich natürlich perfekt. Ja. Und keine Ahnung, man wird wahrscheinlich mehrere Menschen finden. Und wie gesagt, ich war ja nicht in einer Beziehung. Mhm. Ich hatte ja schon mehrere. Also kann es ja nicht, also grundsätzlich gibt es ja Menschen, die mich toll finden. Ja, klar. Aber das kann ich halt nicht verstehen. Ne? Also ich kann es nicht verstehen, wie man mich toll finden kann. Mhm. Das kommt mir nicht in den Kopf. Also da denke ich mir auch so, bist du blind. Aber grundsätzlich, ich finde ja auch Leute toll, wo jemand sagt so, hä? Ja. Na klar, zum Glück sind alle Geschmäcker unterschiedlich, ne? Genau. Ach, nee. Ey, wir quatschen jetzt hier einfach fast seit einer Stunde, ne? Krass, und ne? Es ist Wahnsinn. Man merkt einfach, wie viel du zu reden hast zu dem Thema. Also man merkt richtig einfach, wie viel dir da immer wieder fährt und wie viel dir da auch, also ja, wie krass dich das einfach auch beschäftigt und belastet und sowas alles. Man merkt es total. Ja. Und es tut mir, ich kann es nur mal sagen, es tut mir einfach so leid. Und auch ich bin jetzt quasi so in dieser Situation, ich fühle mich jetzt hilflos. Und ich würde jetzt gerne irgendwas machen, dass du dich besser fühlst. So doof das ist. Und ich meine, ich bin nicht in der Position, weil ich bin eine ganz außenstehende Person und wir kennen uns nicht im wahren Leben, sag ich mal. Aber trotzdem, ja, würde ich gerade irgendwas gern tun, dass du dich besser fühlst. Alles gut, du musst nichts. Also ich habe das ja, wie gesagt, deswegen wollte ich dir ja auch mal die andere Seite zeigen, dass es nicht immer nur, ja, ich liebe mich heute, weil ich kann es nicht ändern. Dieses, ich liebe mich heute, wäre schön, wenn das jeder könnte, ist einfach nicht so. Und da ist halt der Schatten über uns. Und dann steht natürlich dann der Trainer da gegenüber und sagt, ja, dann steh auf und nimm dein Leben in der Hand und mach was dagegen. Ja, wenn das immer so einfach wäre. Aber wie gesagt, ich müsste meine Ursachen und alles und zuerst mal Schmerzen bekämpfen, damit ich irgendwas machen kann. Und was soll ich denn noch weniger essen? Und also es gibt so Situationen, so, es gibt natürlich auch die andere Medaille, wo Leute sich tatsächlich zu viel reinschaufeln, sich nicht bewegen und so. Das gibt es natürlich, aber das kann ich nicht pauschalisieren. Mhm. Und es ist halt noch niemand in meinen Schuhen gegangen. Und wie du schon in dem Video gesagt hast, was ist, wenn du gerade diese Person, die du gerade beleidigst, die gerade einen Abnehmerfolg von 20 Kilo vorher schon hatte, also die schmeißt du zurück. Und die geht nach Hause und die isst 3 Tafeln Schokoladen, weil sie denkt, wenn die das immer noch nicht, also dann macht es ja gar keinen Sinn für mich, jetzt abzunehmen. Genau so. Und da denke ich mir halt immer so, Leute, also wenn das Kiddies machen, wenn das irgendwelche Kinder oder so von, dann da kann ich drüber stehen, weil du willst cool sein, keine Ahnung, vor deinen Freunden willst du irgendwie dastehen, damit komme ich klar, aber es sind ja tatsächlich auch die Volljährigen, die
es gibt auch 30-Jährige, die dann Witze machen und dann, also ich komme mir nicht in den Sinn. Also ich kann es einfach nicht verstehen, wie ich einem das Leben so viel besser machen kann, wenn ich anders aussehen würde. Also. Und das war nun der gesamte Talk, den ich mit Melli geführt habe. Schreib sehr gern mal deine Meinung in die Kommentare, denn ich war am Ende des Videos wirklich schockiert, was Melli mir alles erzählt hat, mit was sie tagtäglich zu kämpfen hat. Ich habe mich wirklich richtig hilflos gefühlt und wollte ihr eigentlich gern helfen, was ich aber nun in diesem Moment einfach nicht konnte. Vielleicht hast ja auch du ein Thema, was dich selber beschäftigt und worüber du gern einmal reden möchtest. Falls das so ist, dann schreib es entweder auch in die Kommentare oder melde dich einfach sehr, sehr gerne via Instagram oder sonstiger Plattformen bei mir. Dann können wir sehr, sehr gerne auch in Zukunft mal einen Talk über dein Thema führen. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Art von Format. Schreibt auch das sehr, sehr gerne wie immer in die Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten YouTube-Video wieder.